Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sengoku Dynasty. Wieder mit dabei, der Gabax. Jo, hi. Und wir kommen heute zu den Händlerhütten. Die hatten wir ja schon vor einer Weile freigeschalten und jetzt wollte ich die endlich mal bauen und testen. Das lockt ja auch nochmal Händler ins Dorf, nochmal mehr Leben. Und deswegen bauen wir fleißig die drei Händlerhütten. Dorfbauwerke, Handelsgebäude, zack. Und da haben wir die Bettlerhütten. Wir fangen mit der ersten an. Ich überlege gerade, ob wir hier eine hinstellen. Wobei hier vorne bei der... Nee, machen wir nicht. Gucken, jetzt müssen wir erstmal einen Platz finden, wo wir die hinbauen. Ach du je. Vielleicht bauen wir eine direkt hier vorne beim Eingang hin irgendwo. Hier oben zum Beispiel. Die Frage ist, kommen die da ran hier, oder? Ich denke schon. Aber hier kann ich die gar nicht hinmachen. Gelände ist nicht flach genug. Ja gut, dann Warte, ich habe eine Idee zwischen die Häuser. Da war doch immer Platz. Boah, das muss aber schon sehr gerade sein. Das ist sehr verrückt. Guck mal, hier hinten zum Beispiel. Hier hatten wir doch auch Platz. Nein, nee, da können wir hier noch ein Haus hinstellen. Ah, hier vielleicht. Eigentlich sollte das ein Durchgang bleiben, oder? Kommt was hier? So. Dann ist das Zeug hier weg. Genau. Und dann hat man ja hier noch genug Platz zum Langlaufen. Gucken wir mal. Dann können wir es ja noch verschieben. Du stehst drin. Eisenherz. Ach, hast du. Ah, jetzt steht es aber so. So, muss man wieder irgendwo anders hinstellen und dann... Steht dann halt so im Gras. Ja, ist okay. So, das wäre die eine. Dann gucken wir mal die nächste. Also die hat Räder dran, okay. Was wie so eine Hundehütte, wenn du mich fragst. Hm, ah, hier könnten wir die hinstellen. Entweder hier. Stimmt, da können wir noch einen hinstellen, ja. Oder hier hinten, hier. Oder wir stellen hier zwei hin, weißt du das? Hier ging auch was, guck mal. Aber hier hatten wir eh kein Objekt, was wir da hinstellen. Ja. Stellen wir hier zwei einfach so hin. Besser hin. Ja. Dann noch eindrehen. Ja. Was meinst du mit eindrehen? Dass die Kanten da auf jeden Fall aneinander sind oder naja, zumindest. Nee, das hier gerade ist, das hier. Meinst du? Ich hätte das mit Absicht eigentlich so ein bisschen schräg gestellt. Ja, ein bisschen gerade. Also ein bisschen. Oder warte mal, dann machen wir die. Die dahin. Ja, noch ein bisschen, ja. Und die dann. Ja, genau. So, gucken wir mal. Das sind jetzt unterschiedliche große, ne? Na, nee, ich glaube nur unterschiedliche Aussehens. Aber da müssten ja hier mit Jahreszeitenwechsel dann Leute sein, die handeln. Die sehen einfach nur anders aus. Einer hatte da hinten ja ein Rad und der hat, das ist dasselbe bloß ohne Rad und das ist jetzt irgendwie mit Bambus. Mhm. Das sind Bettlerhütten. Die armen Bettler. Die tun einem schon leid, du. Ja, kriegst du jetzt rein oder was? Lass ich leider nicht rein. So, warte mal, dann können wir hier noch irgendwie ein bisschen... Bettler handeln, ja. Ja, wir müssen sie ja hier... Ein bisschen schick machen, wenigstens. Vielleicht machen wir das so. Damit sie es warm haben. Ich brauche noch Brennholz. Da fehlt noch eine Metall... ein Metallfass, ein brennendes. Ja. Mal Brennholz und ein... Und ein Dings. Und ein Metal. Ansonsten wie die Leute auf YouTube, damit ihr es weiß, ein bisschen verpasst habt. Ich habe noch eine zweite Sammlerhütte gemacht, da oben. Extra beim Gras. Und da wird nur Gras geholt, weil wir brauchen Stroh. Und an den Dinger hier kann man nämlich auch jemanden zuordnen. Und der stellt dann Stroh her. So, dann bauen wir mal noch die... Beleuchtung. Ist geil, wie das erst langsam anfängt mit Brennen. Ich weiß nicht, das hier muss ein bisschen
Ich überlege halt, was es noch so gibt, aber es gibt halt nicht so viele coole Sachen. So, nee, das geht ja gar nicht. Weil da haben wir den Kochtopf noch nicht. Ja, ich habe auch tatsächlich gerade überlegt, ob wir da ein normales Lagerfeuer noch hinmachen hier. So Steine? Oh. Nee, doch nicht. No. Keine Steine. Warte mal, hier ist noch ein großer. Der muss eh weg. Ich glaube für 4, ja. Brennen die dauerhaft? Yes. Muss man auch nicht nachfüllen oder so. Nein, mein Spitzhacke ist kaputt. Ja, wenn man hier lang läuft, das passt eigentlich ganz gut. Man könnte ja jetzt noch, bräuchte ich aber Baumstämme, die habe ich ins Lager gepackt. Wir haben keine Spitzhacke mehr hier im Lager. Dann crafte mal welche. Mach ich. So, dann haben wir hier noch, wo war das? Da, da, da. Naja, so geht das doch. Guck mal. Dann sieht das hier auch so aus, als wäre hier abgelaufen. Dann muss man da hingehen. Und hier genauso. Oh, finde ich eigentlich ganz geil. Nein, die brauchen Stroh. Ich brauche Stroh für. Finde ich eigentlich ganz cool. Mr. Knight, herzlich willkommen. Was guckst du so? Hallo Brawls. Na, schon alles erreicht, was es bisher bietet? Nee, noch lange nicht. So. So viel dazu. Dann würde ich sagen, Gabax, komm mal bitte ganz kurz. Bist du schon weggerannt? Ich hoffe nicht. Ich baue gerade Spitzhacke. Wollte mich mal die Jahreszeit überspringen, um zu gucken, ob da dein Händler kommen. Ja. Wollte ich gar nicht. Ich muss irgendwie ja die Spitzhacke. Frank Horn postet genau dasselbe. Was ist denn da los? Was ist denn das für ein Kappa-Emote? Hä? So, ist der neu? Goldkappa? Ein Goldkappa? Du machst jetzt Spitzhacken? Ja, hab da reingelegt in die Kiste. Speichern? Was? Meinst du mit Speichern? Warum speichern? Ja, ich werde aber auch mal speichern. Bevor wir überspringen. Mhm. Aber ich finde, im Sommer regnet es auch zu viel, meiner Meinung nach. So, mussten wir jetzt hier nochmal switchen? Allgemein regnet es, finde ich, viel. Steht die Sier so angewurzelt? Jetzt setz dich da hin. Wie geht es dir? Das ist schwierig, aber vielleicht finde ich hier ein neues Zuhause. Hast du schon zu Hause? Brückerwax, wie alt bist du? Ich wollte mir noch kurz Dexel herstellen. Brauchst du auch noch? Überlege, habe ich noch irgendwas nicht gezeigt bei YouTube? Nee, ich habe die Sammelhütte gebaut, wegen Gras holen. Achso, und da hat man noch ein, zwei Häuser platziert. Ja, die Projekte halt, ne? Und Gabax macht fleißig die Projekte. Deine eine Brücke ist irgendwie fertig. Ja, ja, hier hat man noch ein Haus hingestellt. Hier ist so ein kleiner Campingdings noch dazwischen. Und das Haus hier ist noch neu. Also wenn man hier jetzt den Weg lang kommt, die Straße, dann geht der abgetretene Boden ja hier so lang. Deswegen, ja, die Hütte so schräg. Joa. So weit, so gut. Marthas Quest konnte ich ein zweites Mal abschließen. Und ich habe ein bisschen die Berufe sortiert. Für die Leute, die das mit den Berufen noch nicht wissen. Bei Arbeitsplätzen habt ihr hier vorne bestimmte Icons und bestimmte Menschen können bestimmte Sachen, haben bestimmte Spezialisierungen. Genaueres erklärt findet ihr auch beim Survival Guide, den ich gemacht habe. Gerne mal vorbeischauen. So, Gabax, wie weit bist du? Ja, im Grunde ready. Dann kommen wir zur Glocke.
Und ich habe überlegt, man könnte eigentlich bei dem Bauprojekt bescheißen. Ihr habt ja hier die Sachen, die wir fertig bauen müssen. Und eigentlich kann man die zweite Glocke da hinstellen. Problem ist, man kann sie nicht wieder abreißen, aber man kann sie ja verschieben. Das bedeutet, du nimmst sie einfach von Bauprojekt zu Bauprojekt mit, baust dort ein Lager, wo du die Kisten hast, und dann kannst du hier alles reinpacken und da aus den Kisten nehmen. Oder du baust hier dort eine Holzfällerhütte. Da wir ja zu zweit sind, könnte einer die Holzfällerhütte mitnehmen und der andere könnte die Glocke mitnehmen, zum nächsten Bauprojekt gehen, und dann könnte man da wenigstens immer Bretter craften und so weiter. Finde ich jetzt einen Versuch wert, können wir nicht mal testen. So, dann einmal Jahreszeit wechseln. Gespeichert habe ich. Und jetzt wird deine Brücke, glaube ich, fertig. Ja. Ja, ist hinten die bei... wie ist die Stadt nochmal? Iwasaki. Nee, das war, Segi. Okay. Ist einfach schön gemacht, ich finde das voll schön. So. Kann man jetzt sehen auf, ja, das kann man sehen. Im Norden von Segi. Die ist jetzt fertig. Und ah, hier ist ein Level, ja, Level 11. Level 11. Oh, wir können jetzt einen Bewohner mehr aufnehmen. Ja, aber hier sagt er jetzt, guck mal, weil Getränke runter ist, kriegen wir nur noch 97% Effizienz. Oh. Ja, ich denke, der holt... Ach, guck mal, jetzt sind hier tatsächlich Händler. Geil, hat funktioniert. Wie er da sitzt, Junge. Man kann ja in die Buchse gucken. Da hinten sind zwei, oder? Lol, die sitzen hier sogar mehr... Lol, die haben ja, das ist aber keine Händlerin. Gebaut. Nee, das habe ich gebaut. Ach, die Klötze auch? Ja. Ach so, die ist... Ah, okay. Das aber sie sitzt sogar hier drauf, war gut. Aber kamen zwei Händler. Guck mal, wandelnder Bettler. Was haben die denn? Die haben, die haben eine Flasche. Ja, voll cool, okay, dass sie sich hier draufsetzen. Guck mal, voll schön. Die haben nicht sonderlich viel Stuff. Eigentlich nur Schrottstuff. Mal ansprechen. Wärmste Grüße, mein Freund. Warum nennst du mich deinen Freund? Sollten wir in diesem trostlosen Leben nicht alle Freunde sein? Oh, Spruch des Tages, Leute. Mitgefühl. Mitgefühl für alle Lebewesen. Das ist doch das, was Buddha uns lehrt, oder nicht? Zumindest sagen das die Mönche. Ich habe eine Menge interessante Ware, wenn du Münzen dafür übrig hast. Zeig doch mal. Oh, Platzhalter hat er. Naja, hat auch nur Schrott tatsächlich. Aber manchmal soll sich das wohl lohnen. Aber voll geil, wie er da dran hockt. Bei diesem sieht das am coolsten aus hier irgendwie. Lol. Kann ihm zwar ja, einen Schlüpper gucken. Dass er auch einen Rucksack hat hier, ne? Ja. Oha, jetzt hat er sich gedreht, weil du ihn angesprochen hast. Platzhalter im Angebot. Okay. Ja, die kosten gar nichts, Leute. Kann Platzhalter kaufen. Aber dass der jetzt dazwischen sitzt, ist natürlich nicht so geil. Kann er davor nicht sitzen wegen dem Lagerfeuer oder was? Keine Ahnung. Renn halt durchs Feuer, jawohl. Ja, eigentlich wäre es cooler, wenn er davor sitzen würde. Ich habe sie erstmal direkt ausgenommen. Aber was ist denn das da? Dass die wieder kein Geld haben. Pilze? Hab denen wieder meinen ganzen Schrott verkauft. Ah, ja, der dreht sich halt immer da, wo man ihn anspricht. Ich bin jetzt schon richtig reich. Ich habe 1800 Dukaten oder was auch immer das sind. Okay. Ja, also soll für sich wohl angeblich lohnen, aber guck mal, die sitzt auch nur rum. Was ist denn ihr Beruf hier eigentlich? Katsurame oder so ähnlich. Was macht die so? Jägerhütte, die jagt nicht. Ich weiß nicht warum, weil wir keinen Dings in der Nähe haben vielleicht. Kein Getier? Könnte sein. Das ist die Einzige, die nichts macht. Das ist die Einzige, die nichts macht. Oh. Ich habe jetzt einfach nur die Karten gesagt, was das Erste ist, was mir eingefallen ist. Ja gut, dann war das erstmal diese Dingshütten. Alle anderen produzieren fleißig. Aber ich bin der Meinung, also Wasser funktioniert auch noch nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob da jetzt was dazukommt. Obwohl die aber was macht. Was zum Teufel? Was denn? Ich habe eben, bevor wir die Jahreszeit übersprungen haben, habe ich ganz viele Äxte
hergestellt, Spitzhacken und die ins Lager reingelegt. Die sind alle weg. Also ins allgemeine Lager. Oder die haben sie alle verbraucht. Wobei Spitzhacken verbrauchen die doch nicht. Nö. Na, guck mal in die Kiste. Ach so. Ja, nee, stimmt. Bevor wir übersprungen haben. Ich wollte gerade sagen, habe ich noch mal... Also Axt könnte ich mir Instandhaltung und alle verbrannt worden. Was? Sind alle verbraten worden. Deshalb ist das Destiny-Lager auch kein Lager. Wie, was meinst du mit verbrannt? Naja, verbrannt benutzt. Naja, aber Spitzhacken? Ich habe da gerade 5 Spitzhacken, 6 Äxte und 4 Dechseln reingelegt. Und die sind jetzt alle weg. Sie haben ja schon wieder einen Arbeitslosen eigentlich. Die verbrauchen noch nicht so viel Instandhaltungskosten. Ach du, Gabax, hast schon wieder kein Haus. Das heißt, wir können jetzt noch einen nehmen. Geil, ich nehme noch einen, weil dem wir brauchen noch eine Holzfällerin. Aber doch nicht so viele Äxte und Spitzhacken. Vor allem Spitzhacken. Wir haben noch niemanden, der so viele Spitzhacken verbraucht. Mal sagen, wir nehmen wieder mal einen Mann, oder? Das ist sogar ein Mann, glaube ich. Entschuldigung, Sir, warten Sie mal. Sie können ein neues Zuhause haben. Stimmt, auch die ganzen Eisenhammer, die ich produziert habe, sind weg. Kann sein, wegen Instandhaltung. Ja, nein, geh nicht. Aber meine... Es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Matashiro, was hat dich hierher gebracht? Es war der Hunger. Schrecklicher, schrecklicher Hunger. Okay, die Antwort hatten wir noch nicht. Mal sehen, was er ist, wenn ich ihn jetzt rekrutiere. Wir können uns das ja mal merken. Na, aktuell. Kein Koch. Zuerst war nur die Ernte schlecht. Dann kam der Krieg. Reis wurde zu einem Luxusgut. Die Leute fingen an, Rinde zu essen, nur um ihre Mägen zu füllen. Das Problem ist, ich glaube, dass er auch wieder Sammler ist, ehrlich gesagt. Stimmt, man sieht das halt gar nicht vorher. Haben wir noch einen Flüchtling in der Nähe? Ah ja, nee, da wo du hinguckst. Ja doch, da wo du hinguckst. Da oben ist noch einer. Ich will mal gucken, was der mir antwortet. Solo un español, mi siento representante nacional. Ist, okay. Ich nix, Spanisch. Yo no hablo español. Übrigens hier, der Baumstamm ist nicht despawned, den ich da hingelegt habe. So, hier oben müsste doch irgendwo noch ein... Hola, ¿qué tal? Estoy muy encantado de conocer... Die einzigen Sätze, da oben, die ich oder? Ist der das? Nee, da oben. Die Antworten sind relativ irrelevant. Meine Güte, ich kann es nicht aussprechen. Ja, das wollten wir ja mal gucken, ob... du ihn aufgenommen hast, was er kann. Das wollten wir ja mal gucken, ob das so ist. Genau, aber das Doofe ist ja, wir wollen ja mehr Leute haben mit diesem Hämmerchen und noch einem Schmied-Ding. Ach hier, das ist Dings, oder was? So viele Sammler. Nee, warte mal, die haben wir auch nicht aufgenommen, oder? Du kannst die auch nicht aufschmeißen. Das Akku, wieso wird die denn auf der Karte angezeigt? Hä? Das ist ja mal richtig fehl. Das heißt also, wenn jetzt die Werkzeuge, die wir benutzen wollen, müssen wir zwangsläufig in eine andere Kiste legen, also im Haus ja, oder so. Sozusagen. Damit wir dann immer welche haben. Das ist ja doof. Aber trotzdem verstehe ich nicht, warum die Spitzhacken so krass verbraucht haben. Wir haben doch gar keine Spitzhackenverbraucher so krass. Also, haben wir einen Bergbautypen gerade drin? Ja, aber der holt Steine. Ja, doch, stimmt, der holt Steine, ja. Ja, aber aber da müssten auch Steine drin liegen. Und er glaubt, der hat keine Steine geholt. Doch, es stehen, es liegen Steine drin im Allgemeinlager. Im Allgemeinlager. Und zwar hat der... 26? 200 Stück hat der gesammelt. Okay, dann hat er wirklich viel gesammelt. Ja, aber Eisenerz, hat er das? Oder Lehm? Weil Lehm hat er nicht. Nee, das holt er nicht, der holt nur Steine. Nur Steine? Ja, aber für die Rechnung 200 Steine gegen, was habe ich? Spitzhacken, ich glaube 5 oder 6 Spitzhacken drin gehabt. Das finde ich schon ein bisschen krass, oder?
Ja, guck mal, hier ist jetzt die Kiste, die Dings nicht da, glaube ich. Arznei fehlt noch und Spirituelles und Luxus. Ja, aber das kommt das? Spitzhacken und Hammer haben je nur 25 Punkte für die Instandhaltung. Hallo Petra, Grüße. Eine Pearls. Viele, viel bei vielen Gebäuden. Grüße. Wie meinst du das? 25 Punkte für die Instandhaltung. Das heißt, die verbrauchen Werkzeug für Instandhaltung? Ich dachte nur Steine. Ich auch gedacht, hat vorhin jemand gesagt. So. Weil wir haben minus 156, das heißt 25. Gut, käme hin, das sind 6. Ne? Genau dasselbe wie beim Heizen, Gabax. Ah, okay. Tatsächlich, Instandhaltung. Ah, ja, aber das ist doch doof, weil die Werkzeuge werden ja auch von den Mitarbeitern gebraucht im allgemeinen Lager. Wir haben die ja im allgemeinen Lager, weil wir die darüber ja den Leuten zuweisen. Das ist ja doof, dass das dann immer verbraucht wird. Alter, wo der rumrennt hier, der Typ? Ja, irgendwann muss es kommen. Man sieht ja immer an den Gegenständen, was es bringt. Und die Kleidung sieht als, steht als Luxus und als Spirituelles, ja, das stimmt. So. Wenn ich da mal auf die Items klicken, da steht in der Mitte. Ja, genau, das ist mir klar. Da habe ich nur nicht drauf geachtet, dass bei den Werkzeugen Instandhaltung. Steht das da? Habe ich auch noch nicht drauf geguckt. Ja, ja. Ja, das ist abgeschnitten. Da steht nur Instandhaltung, aber nicht wie viel. Also. Ja, dann sollten wir die dann extra packen. Ja, aber wie machen wir das dann mit den. Weil die Leute brauchen doch auch Werkzeuge. Da müssen wir den Dude herstellen lassen. Ja, aber der liegt die doch auch ins allgemeine Lager. Naja, musst du genug herstellen lassen. Ja, gut, dann werde ich jetzt hier in die Durchgangshütte das Bambusrohr mit Kisten füllen. Mit Werkzeugen füllen. Ich wollte mir immer noch schnell einen anderen Flüchtling angucken. Wenn der irgendwas mit Krieg antwortet, weil ich glaube, dann ist er definitiv kein Sammler. Krieg. Mal gleich. So, mal gucken, wo jetzt die Dinger waren. Das Grüne ist ein Händler. Ist da was Besonderes? Items, die man denen zuweist. Ja, die verschwinden raus, aber die verbrauchen die doch auch. Das heißt, man müsste ja jedes Mal nach einer Jahreszeit die Sachen neu zuweisen, weil die verbrauchen die doch auch, oder nicht? Oder werden die nicht verbraucht? Hat hier drüben nicht irgendwo noch so eine Flüchtlingsdings? Wo denn? Ich glaube, da stand jetzt der Händler. Achso, willst du noch jemanden zuweisen? Einladen. Ja, mal gucken halt, was der antwortet. Das dauert aber, bis die verbraucht sind. Also Werkzeug beim Kochen zum Beispiel, müsst ihr das immer neu einstellen zum Wechseln. Ah, okay. Hier ist keiner. Wenn man mal auf die Schnelle einen braucht. Ja, aber auf der Map stehen ja keine. Ah. Bin ich denn jetzt? Ich bin da. Hier unten waren noch lauter Typen. Du meinst die selbstgemachte Map? Hier unten. Oder am See. Was ist denn weiter weg? Das ist beides gleich. Ob ich nur da einrenne oder da. Wobei das ein bisschen näher noch. Ich bin jetzt da oben. Da. Da sag ich ja, da war eins. Ah, hier links. Guck mal, da können wir hingehen. Nach Westen. Nach Westen zum Besten.
Werkzeug beim Kochen zum Beispiel müsst ihr immer neu einstellen. Ach, und Sicherheit gibt es auch noch als Bedürfnis. Ach, krass. Muss man Kinder, ich sag mal, machen? Ja, ich glaube, das ist noch nicht drin. Nee. Weil man altert irgendwie auch nicht. Also, jedenfalls sehe ich nicht, dass wir irgendwie ein Alter haben. Hatten wir jetzt überhaupt noch ein Bett frei? Aber eins müsste noch sein. Zwei sogar. Ach nee, stimmt, nur eins, nee. Richtig. Hier ist aber keins, hier ist nur ein kaputter Karren. Und eine Sau. Klamotten. Nee, ist noch nicht drin, es kommt erst später laut Roadmap, ja. Genau. Gib mir die Pfeile! Dumme Sau. Dumme Sau, du. Du dumme Sau, du. Ich hau dir gleich aus dem Maul. So, wo sind wir denn jetzt? Da, okay, wir müssen nach Westen. Ich mache in Amerika eine Welle. Ach, das war auf der anderen Seite von dem Felsen. Stimmt, ich erinnere mich. Stimmt, warum habe ich da dann noch nicht geguckt? Gegenüber von unserer Base. Echt mal. Warum hast du eigentlich da nicht geguckt? Am Strand habe ich geguckt, da war auch einer, aber. Oder ein Herr, aber der erzählt mir halt irgendwas von Hunger. Ich glaube nicht, dass der was kann. Der erzählt mir irgendwas von Hunger. Ich glaube nicht, dass der irgendwas kann. Von Bäume, von Rinde essen, hat er erzählt. Das ist also dein Kriterium. Ich habe Hunger. Ja, du bist doch bestimmt ungelernt. Nee, ich bin Ingenieur. Dann hättest du aber keinen Hunger, mein Freund. Naja, doch. Mist, wie komme ich denn jetzt hier runter? Bei Wilde Schweinequest finde ich den Typen nicht. Weißt du, wo der ist? Ah, ja, der ist, nee, das ist nicht Buggy. Der ist ziemlich gut versteckt. Ey, aber wo du den Verräter finden musst, oder was? Ja, genau. Wo du den in der Area gucken musst, oder was? Ja, genau. Ja, das kannst du ihm auf der Map zeigen. Ja, wenn ich es noch weiß. Also ich weiß, wo der Typ ist, aber auf der Map zeigen ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber lass mich kurz mal hier den Flüchtling gucken, ob hier ein Flüchtling ist und dann... Der ist auf jeden Fall an so einer Stein... Also ah, hier ist einer. Der ist auf jeden Fall an so einer Felswand und an dem Fels... An der Felswand ist so ein dicker, großer Stein. Und genau dahinter ist der. Der ist also richtig gut versteckt. Jetzt die Frage, ich musste mein Dorf verlassen. Was ist passiert? Es wurde abgebrannt. Mein Haus, mein Feld. Oh, der ist auch Sammler. 100 Pro, wenn er sagt, mein Feld. Ja. Glaube ich auch. Au. Schmerz, lass nach. War hier noch einer irgendwo? Hier war doch noch einer hier drüben. Na da. Oh, da ist sogar noch einer. Ach nee, warte mal. Das ist keiner, oder? Der ist fix irgendwie. Ist das jetzt der Vogelfänger? Ja. Leute, ist der Vogelfänger. Ihn, danke. Ja, nice. Bitte. Das ist aber schön, wenn man jemandem helfen kann und das einem direkt hilft. Du warst ein Seemann, oder? Ich hab einen Seemann. Ei, die befuhren die Meere von China, sogar Joseon oder so ähnlich. Joseon. Was kann der? Wow. Gut aussehen kann er. Ah, hier ist noch einer. Guck mal. Wer bist du denn? Bist du auch ein Flüchtling? Ah, eine Sau! Wieso greift ihr den denn eigentlich nicht an?
Aber ein Pfeil gibt's mir nicht wieder. Ich weiß nicht, ob ihr die Nachricht vorhin gelesen habt, aber ihr könnt öfter mit Martha reden. Und ja, aber es bringt dir ja nicht viel. Das wissen wir ja. Ja, ja. Ich sag doch, es ist irrelevant, was die Antworten. Du wirst erst sehen, wenn du ihn aufgenommen hast. Ja, dann nehme ich jetzt den vom Strand, würde ich sagen. Der mit Hunger. Weil der mit Feld ist 100 pro Sammler. Ich habe Hunger. Vielleicht ist er Balls, auch. Das ist nicht irrelevant, glaub mal. Weil die haben alle einen anderen Spruch. Den kannst du überall zuordnen, glaube ich. Außerdem mit dem Hunger. Das wäre ganz geil, wenn der vielleicht, wenn er was von Rinde labert, vielleicht ist er ja Holzfäller. Stimmt. Wirklich. Komm her, du bist jetzt in der Gang hier. Matsushiro, warum lebst du nicht bei uns? So, Bevölkerung, jetzt kriegt er erstmal ein Haus. Der ist sogar Dings. Holzfäller? Und jetzt sag noch mal, das ist nicht... Ja, kann auch Zufall sein. Ach, hör auf jetzt. Wenn ich den anderen noch nehmen könnte, würde ich den anderen nehmen und darauf tippen, dass der 100.000%ig Sammler ist. Ich habe auch anfangs drauf geachtet, okay? Ja, am besten müssten wir noch mal einen finden, der dieselbe Aussage trifft mit der Rinde fressen. So. Wenn der wieder Holzfäller ist, ist das dann immer noch Zufall. Und dann müssen wir noch einen dritten finden. Und wenn der wieder Holzfäller ist, dann... Guck mal, der hier nicht geht, mache ich mal, ersetze ich mal den Jäger. Oder du fragst einfach einen Dev, den. fragst den einfach mal. Hey. Hier sind übelst viele Eisenmesser, sogar ein Stahlmesser haben wir. Ja, ja, weiß ich. Er hat mal gefunden. So, gibt's jetzt hier noch Händler, die noch Geld haben? Weil ich will meinen Dreck loswerden hier. Ob der jetzt jagen geht. Jetzt haben wir aber einen dann umsonst und das ist ganz gut, weil wer ist jetzt arbeitslos? Du. Ich habe keine Ahnung, was dieses Zeichen hier bedeutet halt. Könnte auch ein Pinsel sein, der was schreibt. Dass das ein Gelehrter ist oder so. Vielleicht, ja. Den würde ich jetzt tatsächlich dann erstmal ans Trockengestell packen wieder. Ist random, vielleicht kommt das später noch, dass man wie bei Medieval Dynasty sehen kann. Jo. Man weiß es nicht. Warum hat der denn bei dir das vielleicht ausgesternt? Keine Ahnung. Und jetzt wollte ich noch wieder Holzfäller. Holzarbeit, dann nehmen wir wieder. Sayuri. Boah, die kann nicht arbeiten. Wir haben kein Dings mehr. Kein was? Das Holzbearbeitung halt. Die sollte Holzfäller machen. Achso, Dechsel. Ja, das sind die Dechsel, die verbraucht, also die verschwunden sind. Ich habe extra ganz viele hergestellt. Die extra haben wir keine mehr. Brauchen noch extra. Ja, davon habe ich auch ganz viele hergestellt, aber die sind jetzt auch schon wieder alle weg. Na gut, dann mache ich das jetzt erstmal schnell außerhalb der Aufnahme. Dann machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Sehen uns zur nächsten Folge Sengoku Dynasty wieder und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder mal einen Daumen da lasst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.